Was ist eigentlich der Partnerschaftsbonus? Wer ihn bekommt und worauf ihr achten solltet, erfahrt ihr in diesem Video. Hi, ich bin Yvonne, Elterngeldexpertin und Steuerfachwirtin bei elterngeld.de. Was ist der Partnerschaftsbonus? Unter dem Partnerschaftsbonus versteht man noch einmal bis zu 4 zusätzliche Monate mit Elterngeld Plus, zusätzlich zum regulären Elterngeldbezug. Bekommen können den Partnerschaftsbonus Elternpaare, und zwar jeweils, also je Elternteil, oder aber natürlich auch, wenn ihr alleinerziehend seid. Maximal sind 4 Monate möglich. Ihr könnt euch aber auch zum Beispiel entscheiden, nur 2 oder 3 Monate Partnerschaftsbonus in Anspruch zu nehmen. Was sind die Voraussetzungen? Wichtig ist auf jeden Fall, dass es sich um aufeinander folgende Monate handelt. Nicht wie bei den Partnermonaten. Dort könnt ihr ja die Monate zum Beispiel auch aufsplitten, wenn ihr möchtet. Also, aufeinander folgende Monate, und die weitere Voraussetzung ist, dass ihr in Teilzeit zwischen 24 und 32 Stunden pro Woche arbeitet. Gewertet wird dabei der Durchschnitt pro Lebensmonat und nicht pro Kalendermonat. Ganz wichtig, es sei denn natürlich, euer Kind ist am 1. eines Monats geboren, dann entspricht der Lebensmonat auch dem Kalendermonat. Ansonsten, Lebensmonat, machen wir schnell ein Beispiel. Euer Kind ist am 15. August geboren, dann geht der erste Lebensmonat vom 15. August bis zum 14. September. Der zweite Lebensmonat beginnt am 15. September und geht dann wieder bis zum 14. Oktober und so weiter. Für diese durchschnittliche Stundenberechnung zählen auch dazu Mehr- oder Minusstunden. Und auch Urlaubstage mit der vereinbarten Stundenzahl zu eben diesem Zeitpunkt. Und auch Krankheitstage, sofern ein Lohnfortzahlungsanspruch besteht. Lohnfortzahlung besteht in der Regel für Arbeitnehmer für einen Zeitraum von bis zu 6 Wochen. Ebenfalls dazu zählen Stunden an gesetzlichen Feiertagen, entweder weil ihr tatsächlich dort gearbeitet habt oder aber weil dieser gesetzliche Feiertag auf einen sonst regulären Arbeitstag von euch fällt. Wann kann der Partnerschaftsbonus genommen werden? Ihr könnt es euch quasi aussuchen. Für Arbeitnehmerinnen funktioniert ein Zeitraum nicht, nämlich die Zeit direkt nach der Geburt, die Mutterschutzfrist nach der Geburt. Da besteht ein absolutes Beschäftigungsverbot. Wenn ihr selbstständig seid und medizinisch nichts dagegen spricht, könnt ihr aber sehr wohl nach der Geburt direkt in den Partnerschaftsbonus starten, entweder weil ihr alleinerziehend seid oder weil eben auch der andere Elternteil die Voraussetzungen erfüllt und zwischen 24 und 32 Stunden in der Woche arbeitet. Wir empfehlen immer ganz genau zu schauen, wann ihr diese Voraussetzungen in 4 aufeinander oder bis zu 4 aufeinanderfolgenden Monaten erfüllen könnt. Denn wenn ihr euch sicher seid, dann könnt ihr auch den Bonus für alle 4 Monate erreichen. Warum ist es wichtig, die Vorgaben einzuhalten? Der Partnerschaftsbonus wird nur gewährt, wenn ihr den Stundenkorridor in mindestens 2 Monaten auch erfüllt. Stellt sich jetzt also im Nachhinein raus, dass ihr von den 4 Monaten nur 2 Monate habt, in denen ihr den Stundenkorridor eingehalten habt, müsstet ihr 2 Monate zurückzahlen. Das Elterngeld Plus beträgt mindestens 150 Euro und maximal 900 Euro. Die genaue Höhe hängt davon ab, wie hoch euer Erwerbseinkommen im Bemessungszeitraum war und wie hoch nun euer Hinzuverdienst auch ist. Es kann aber ganz schön wehtun, wenn man davon etwas zurückzahlen muss. Wir empfehlen daher, einen Stundennachweis zu führen, auch wenn dieser nicht mehr zwingend erforderlich ist. Aber falls es Zurückfragen durch die Elterngeldstelle kommt, seid ihr auch mit eurem Zeitnachweis auf der sicheren Seite. Wenn ihr noch kein Elterngeld beantragt habt, dann schaut euch auch auf jeden Fall einmal unseren Elterngeld-Online-Kurs an. Ihr erfahrt darin alles rund um das Thema Elterngeld, wie ihr häufige Fehler vermeidet und vor allem, wie ihr euer Elterngeld optimieren könnt. Den Link zum Kurs findet ihr hier direkt neben mir und natürlich auch unten in der Infobox. Ich sage danke fürs Zuschauen, alles Gute, eure Yvonne von elterngeld.de.